Okay, ich stehe jetzt gerade vor einer verdammt, verdammt schwierigen Frage. Hier ist ein Beher Wand und der ist einfach gut. Attack ist super, Int ist gut, Cast Time ist gut und der Attack ist auch nicht miserabel. Ich meine, ein Stat, was man rerollen müsste, der Rest ist wirklich gut und es gibt es für 8 Perien. Ihr wisst, ich farm alles gern selbst, aber ich meine, schau mal die anderen Preise an. Zum Beispiel ein guter, es ist ein schlechter Bau, ein mittelmäßiger Bau. 35 Perien. Schau mal, was die anderen Sachen oder vergleichbare Sachen und Waffen kosten. Das Ding ist, die Drop-Raten sind angeblich gar nicht gut, zum Teil. Ich kann es zum Teil bestätigen. Ich muss zuschlagen. Das ist das Ding. Wir werden innerhalb der nächsten 3, 4 Wochen keinen besseren Wand, wenn überhaupt, einen droppen. Ich meine, 8 Perien farmt sich innerhalb von 2 Stunden. Vielleicht sogar eine Stunde. Ich muss es machen. Ich muss es machen, um ja auch ein bisschen im Rennen zu bleiben. Sorry, ich muss es machen. Ich weiß, es ist Kacke, in jeder Hinsicht. Aber ich muss. Sorry, ich muss es machen. Und ja, 8 Perien ist nichts, es ist geschenkt. Ich meine, das Ding sollte 30 kosten. Mindestens. Also ganz im Ernst, 8 Perien, ey, das ist geschenkt. Ich weiß nicht, warum das der den One für 8 Perien verkauft. Das ist krass. Das ist halt echt krass. Was haben die gerade noch für gelinkt? Oh, holy shit. Oh Gott, jetzt müssen wir noch irgendwie das Ganze ein bisschen erwecken oder so. Ich habe noch nicht mal die Wand hier gelevelt. Und zwar einfach schon das nächste gute Ding. Ja, Leute, wir kriegen einfach Instant STR, okay. Stell mir vor, wir hätten es 25 Int bekommen, nur so ein Scheiß. Das wäre krass gewesen. 19 STR. Na, ja, ich will eigentlich Int haben, oder? Nee, das war, glaube ich, dumm. Ich hätte STR braucht. 19 STR war dann schon ziemlich gut. Gott, Alter, wir haben jetzt einfach ein Beherwund. Ganz im Ernst, das war hier gerade wieder mehr Glück als Verstand, in jeder Hinsicht. Also so ein Ding sollte einfach nicht für so einen Preis verkauft werden. Ganz im Ernst. Aber jetzt können wir loslegen, jetzt können wir durchziehen ohne Ende. Und stell dir mal vor, was wir jetzt gleich dann Schaden machen und so. Also jetzt noch nicht, weil wir nicht anziehen können und so, aber naja. So, komm, gib mir End. Int, also STA nehme ich jetzt auch, wie gesagt. Na ja, komm. 10 Int. Brauchen mehr. Mehr, mehr, mehr. Oh, scheiße. Ja, Moment. oh no. So, dann brauchen wir hier vielleicht mal direkt was auf 100 oder so. Einmal, zweimal. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir kriegen. So 30 plus Stats bräuchte man jetzt schon für eine Wand, die wir behalten. Aber ja, mal schauen. Ja. Kombi Awake wäre auch gut. Aber das niemand, also das werden wir wahrscheinlich A nicht kriegen und B, ja. Ich meine, es ist nicht unwahrscheinlich, aber dass es halt beides hoch ist, ist halt dann schon ein bisschen schwieriger. 16 ist ja, nee, ich brauche mehr. Wobei, gar nicht so viel Geld. Komm, gib mir die 30, ich will die 32 Stats haben. Und ich weiß, wir könnten es kriegen, aber wir brauchen im Schnitt so dafür, ich glaube, so 1000 Versuche etwa. Und 1000 Versuche haben wir nicht, das wären ungefähr 10 Peri. Oh, 19, okay, das nehmen wir mit. Gut, dann nehmen wir mal noch unser Geld hier und werden das Ding erstmal sockeln. Ich habe gerade vor ein paar Minuten das andere Ding gesockelt. Und hier jetzt ein bisschen unlucky. So, ganz das Geld raus. Nice. Werden natürlich dann auch direkt 7% A-Karten reinzockeln. Ist auch klar. Ja. Schon die ersten 3 Sockel. Ja. Was wir jetzt ab. Also, kann ich sagen, es wird geil.
Es wird richtig geil. Genau, und vor allem, ich meine, das kann man dann alles so krass farmen. Und ja, haben auch wieder viel mehr Weapon, Gearscore und so weiter. Das heißt, wir können uns wirklich jeden Dungeon farmen, den wir wollen. Und ist auch wirklich sehr, sehr angenehm. 4 Sockel, nice. Ja, wir hauen einfach alles durch, das ist ganz egal. Alter, einfach ein B-Herwand. Einfach so, einfach quasi geschenkt. 8 Perlen ist geschenkt, wirklich. Also vor allem für so ein Wand. Ist irgendein B-Herwand für 8P, okay, aber das Ding. Hä? Mal. Mach doch weiter. Oh, 5 Sockel, nice. Wait, stopp. Wir hauen den Rest vielleicht lieber da rein. Ist besser. Benutzt FS 37 Tries? Lol. Okay, wir wechseln wieder. hochinteressant. So, 6. oder 7. Sockel, das wäre wirklich komplett krank. Aber wenn Sockel ist, bin ich auch schon happy. Ja, 6. wäre so ein Bonus. Aber unwahrscheinlich. Na, okay. So. 22 Int. 26 Int. Nett. Das ist das Mindeste, was ich sagen kann. Nett. Und vergleicht mal. Wo ist die andere Wand? ich habe es noch an. Vergleicht. Aber kommen die. Ah ja, wir können es so vergleichen. Wir gehen von. Wir haben 30 Attack mehr. Okay, das ist ein bisschen schlechter. Beziehungsweise generell nicht so dramatisch gut, aber okay. Wir haben 20, 25 und mehr. Was einiges ausmacht. Plus die Sockel, die wir mehr haben. Cast Time 5% mehr. Okay, ist nicht so viel. Attack ist auch 5% nur in Anführungsstrichen mehr. Das ist auch nicht so die Welt. Aber allein schon mal der Gearscore. Und wir werden das Ding halt leveln bis zum Umfallen effektiv. Ich weiß nicht, was möglich ist. Ich glaube 200 oder 250 sogar. Ich glaube 250 sind es. Oder? Ich glaube 250 oder 200? 200 glaube ich war es. 200 muss es gewesen sein, ja. Und das ist dann schon relativ krass. So, und damit geht es weiter mit einer neuen Runde auf Train Crusade. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wir farmen jetzt Dungeons. Punkt. Ich habe so viel zu erzählen. Es ist Wahnsinn. Gerade vom Server Crash, gerade noch Mitternachts GW, ist 1.17 Uhr momentan. Ich wollte ins Bett. Ich bin jetzt hier, nimm auf, spiel live. Es ist verrückt. Es ist wirklich in jeder Hinsicht total crazy, was gerade abgeht. Ich versuche jetzt noch irgendwie die Runs hier fertig zu kriegen und so, und ich bin dann echt happy, wenn ich das habe. Wie ich gerade schon erwähnt habe, Server bis eben jetzt gerade eben down. Und deswegen auch die ganzen Buffs und was weiß ich alles. Also, es ist wirklich crazy in jeder Hinsicht. Es ist verrückt. Genau, es gibt noch so viel, was ich. So viel, was ich hier noch getan hat. Ich habe noch die. Wo fange ich an? Ich habe die Wand gelevelt. Ich glaube, wir haben die zusammen erweckt, gesockelt. Ich habe einfach diese komischen Weapon-Level-Sachen da gekauft, dieses Kreuz gekauft. Und. Effektiv. Effektiv war es dann auch schon. Die kosten, glaube ich, 20 Punkte oder so irgendwie. Oder 100 Punkte, weiß ich nicht mehr genau. Und die macht man eben dann drauf auf die Waffe, war mega lang und langweilig. Ich hatte sowieso rausgeschnitten. Und da ich das irgendwie mal hier gebraucht habe, wegen Damage und so, dachte ich mir, ach komm, ich mach's einfach offscreen, das passt schon. Und ja, genau. So irgendwie kam das Ganze dann. Ja, was habe ich noch alles gemacht? Ich habe, meine Güte, ey, es ist so viel passiert. Ja, wir hatten so viele Server-Crashes und so. Ich meine, ich habe hier einmal versucht, beziehungsweise generell schon ein bisschen gefarmt hier. 3 Runs habe ich gemacht, offscreen.
Das war eben auch mit diesem Buff und ich konnte da, ja, es war ein bisschen schwierig hier zu farmen und so, das kann ich schon mal sagen. Alter, 326k der Mensch. Ein bisschen schwierig und so, aber es hat dann geklappt. Ich musste, wie gesagt, wegen diesem GW-Buff, musste ich dann eben hier farmen und ich konnte nicht aufnehmen und deswegen dachte ich mir, scheiß drauf, ich mach's eben solo. Und insofern zumindest, euch fehlt ein bisschen Content, ja, Damage hat sich irgendwie krass erhöht und alles, oh, nice, und insofern, ja, ihr habt ein bisschen was verpasst, ich weiß auch gar nicht genau, woher der ganze Damage kommt, das Buch, glaube ich, habe ich onscreen gekauft, das habe ich, glaube ich, auch onscreen alles gemacht, es ist, glaube ich, nur das Weapon-Level, was ich gerade so reinhaut. Ich habe 100 SCA gestartet sogar. Ich bin nicht mal Full-End, ja, das muss man auch dazu sagen. Ich bin nicht Full-End. Und ja, das eskaliert irgendwie schon ziemlich gut, würde ich mal sagen. So. 101k der Match? Die Farmlingmas, okay. Genau, wir haben jetzt auch ein paar mehr Gilden-Buffs. Wir haben jetzt hier zum Beispiel noch PvE-Damage und 4% HP. Genau, die Guides im Forum sind ein bisschen outdated. Die haben die doppelten Effekte drin, als sie tatsächlich sind. Ich hoffe, dass das Ganze mal irgendwie zeitnah geupdatet wird und so. Tja. Genau. Ach ja, ich habe Scheiße gebaut, by the way. Ich dachte mir, Refiro-Teile direkt mal kaufen. Und dachte ich mir, Mensch, wir haben eine Suit, wir haben Boots, wir haben alles, wir haben vier Teile, wir haben alles. Und ich meine, ihr könnt sehen, ich habe jedes Teil von Refiro. Bis auf das kleine Missgeschick, dass einige 130 sind und andere 25. Die einen heißen Cryptic Refiro, die anderen heißen nur Refiro. Ich habe natürlich nur nach Refiro gesucht, in der Suchzeile beim Shopfinder. Ich meine, es war blöd, aber ich habe jetzt so das Gefühl, dass es halt irgendwie so ein Missgeschick ist, was halt so gefühlt irgendwie jedem passieren könnte irgendwie. Also, weiß ich nicht, keine Ahnung, gefühlt halt irgendwie schon. Naja, gut, aber ich meine, damit ist gut immerhin. Es geht aktuell generell, würde ich schon sagen, ist ziemlich steil. Und ja, ich bin zufrieden aktuell. Ich bin zufrieden mit dem Damage. Ich kann leider nicht so viel spielen, wie ich gern würde. Ich müsste normalerweise hier farmen ohne Ende. Ich müsste auch leveln ohne Ende und so. Ich meine, wir machen schon ganz gut Sachen. Also ich versuche hier halt die wichtigen Dungeons täglich zu farmen. Bisher brauche ich nicht mehr farmen. Den Dungeon hier hoffentlich auch nicht mehr so lang zumindest. Wie lange es noch tatsächlich ist, keine Ahnung. Da müssen wir mal schauen. Aber ja, ich meine, wir sind auf einem guten Punkt, wisst ihr? Wir haben eine Beherwand, wir haben fast 5000 Gearscore ohne irgendeine komische andere Kette oder so. Könnten eigentlich auch schon sehr bald Beher farmen. Einfach für Geld und so. Und ich meine, ich könnte 150 machen. Allerdings habe ich gehört, dass man auf dem richtigen Level hier mehr droppt. Und ich glaube, es ist halt schon ein bisschen ein Anfängerfehler, einfach durchzuziehen. Vermute ich jetzt mal. Natürlich, klar, man muss dazu sagen, man kann einfach dann schneller alles farmen, wenn auch mit weniger Droprate. Also wenn man halt wirklich alles farmen will und vor allem kann und halt wirklich so viel Zeit investieren kann und will, ja dann klar, let's go durch da, aber ich glaube, wenn man halt einfach, ich sag jetzt mal, 1-2 Stunden am Tag spielen will, dann hat man halt gar nicht mal so gute Karten irgendwie. Wisst ihr? Das ist halt so ein bisschen die Sache. Nein. Fuck, hab ich mich verlaufen? Hab ich mich verlaufen? Nee, ich verlaufe mich nicht. Ich kenne diesen Dungeon. Verdammt gut. Nee, ich bin oben links aktuell. Ich glaube, ich bin richtig. Ja, doch, ich bin richtig. Alles perfekt. Müssen schauen, dass wir hier ein bisschen die Mobs killen.
erstens mal nicht so viel Schaden. Zweitens brauchen wir noch ein paar Mob-Kills. So, da oben ist gleich der nächste Boss. Also, Mid-Boss, whatever. Ihr kennt es eben. So, mal schnell weg mit dem ganzen Schrott. Geben sogar noch ein bisschen XP. Nicht viel, aber wirklich so minimal. So, kommt alle mit. Okay. Jo. Ah nein, falscher Skill. Lol, ich cast Zowie. Oh Gott. 330 hat damage, das ist richtig geil. Ich meine, schau mal, was wir an HP haben sogar. Unser Buch ist mit HP erweckt. Gut, ansonsten glaube ich, ist zwar nichts mit HP erweckt. Nicht mehr zumindest. Und die anderen Wakes sind eben auch eher schlecht, würde ich jetzt mal sagen. Aber ja, es ist angenehm. Genau, sonst fehlt aktuell, wie gesagt, wir haben jetzt, wir haben die Suit und den die Boots. Ich habe für die Suit 9 PR bezahlt. Das war mega viel. Ich dachte mir, das ist mein letztes Teil. Und für das letzte Teil dachte ich mir dann so, ja, bezahlst du ein bisschen mehr und so. Ist okay. Naja, ich meine, lief jetzt halt nicht so ganz gut, ehrlich gesagt. Das ist halt echt, naja. Also Helm und Gauns fehlen, müssen wir mal schauen. Ich denke mal, dass ich das in den nächsten Tage zusammenkriegen kann oder sollte zumindest. So. Und die Buffs fangen gar nicht an. Die Skills, what? Wow. So, hier so, da habe ich nachgesucht. So, ja, Refiro, dachte mir so, ja, warum nicht? Hier ein Perien, zwei Perien, das Ding ist ja mega billig und so. Ja, ist auch mega billig, aber halt nicht, wenn man es nicht braucht. Hm. 15 Mio, what? 15 Mio dafür, lol. Was habe ich gesagt, brauchen wir noch? Also Helm und Helm und Gauns brauchen wir noch. Es gibt einen Helm für 10 P. Will ich halt nicht bezahlen, einfach überhaupt nicht. Und Gauns gibt es gar keine. Ist halt mies. Mies, mies, mies. Aber gut. Und wir haben jetzt 150% mehr Droprate. Und ich gehe stark davon aus und ich erwarte eigentlich, dass wir jetzt hier heute mindestens 2 bis 3 Teile droppen. Vielleicht auch sogar noch dieses andere Ding, diese komischen, wie heißen die, diese komischen Coins da. Wenn man 10 davon hat, kann man sich ein ganzes Set davon zusammen kaufen. So. Wo haben wir diesen Coin hier gerade? Ich will ihn gerade mal schon zeigen. Hier ist der Coin. Dragon Crystal Labyrinth Set Token. Dafür braucht man dann 10. Und dann kann man sich quasi ein Set raussuchen. Somit hat man quasi dann eine garantierte Chance auf ein Set. Und ja, genau. Ich muss euch dazu sagen, ich bin so ein bisschen am Überlegen und auch am Strugglen, ob ich hier auf 135 bleiben soll. Auch wenn der Trapperrate hier am besten ist, theoretisch. Die Problematik ist einfach, wir sind hier ewig stuck. Wir sind hier locker eine Woche oder vielleicht sogar 2 stuck. Naja, sagen wir eine Woche. Und in der Zeit verlieren wir einfach so viel an Progress und Co. Wir müssen halt eigentlich echt weiter leveln. Das ist das große Problem. Das ist das ganz, ganz, ganz große Problem. So, 330k Damage. Was ist denn sein DPS aktuell? Wir haben. Scheiß Stun hier gerade. Ah, gut timen. Oh, perfekt getimed. 55k DPS aktuell. Das ist ziemlich gut. Ich war vor kurzem noch bei 200k DPS. 500k DPS ist halt wirklich komplett krank. Das ist krass. Und wie gesagt, wir haben nicht mal. Wir haben 100 STR gesettet. Natürlich haben wir jetzt auch viel mehr Buffs als sonst. Wir haben hier 10% Attack, 10% HP, 10 Allstats und nochmal 5% PvE Damage und 15 Allstats. Also das ist natürlich schon krass.
Ja, komm, kleines Mob, geh weg. Na komm, stirb mal schnell. Alter, 255k mit diesem komischen Skill da. Ist schon auch übel irgendwie. Schon krass. Wisst ihr, wenn man einfach schon so lange live spielt, dass man sich diese Skills einfach irgendwie timen kann. Okay, jetzt nicht, aber. Wenn wirklich so auf die. Weiß nicht, auf die. Na, die 20. Sekunde zumindest genau sagen kann, wann dieses Skill einschlägt. Ist schon ein Armutszeugnis irgendwie, oder? Ich habe vorher gerade Payflow gehört von Dame. Oh, die Nostalgie kickt, aber richtig. Ich habe schon komplett angeschrieben, es ist wieder Zeit. Es wird Zeit. Wir müssen wieder. Ach komm, sag jetzt nicht, dass wir nichts gedroppt haben. Ernsthaft? Ey, come on.